zu einem kleinen Update, was das Wandervideo zum Meerschweiler Scherenweg angeht. Warum das etwas verspätet kommt, erkläre ich euch in diesem kleinen Update-Video. Und dann würde ich sagen, viel Spaß und schön, dass ihr dabei seid. So, heute mal mit der Familie unterwegs auf der Korkenzieher-Trasse. Ich möchte euch gerne erklären, warum das Wandervideo zum Meerschweiler Scherenweg ein wenig verspätet kommt. Geplant war das ja für den heutigen Tag, aber ich habe gestern eine E-Mail bekommen von dem Industriemuseum, den ich ja geschrieben hatte, ob die mir so kleine Clips zur Verfügung stellen können für diese 5 einzelnen Stationen. Glücklicherweise haben die sich denn gemeldet, weil es hier ursprünglich, wie gesagt, heute veröffentlicht werden sollte. Deswegen verschiebe ich das, baue diese Clips dann auch ein. Da hole ich nächste Woche Mittwoch oder je nachdem, wie der Termin ja jetzt stattfindet, eine DVD ab mit kleinen Sequenzen, baue die dann noch in das Video ein und werde das entsprechende Video dann nochmal neu hochladen. Ich glaube, das ist in eurem Sinne und in meinem Sinne und werte das Video auf jeden Fall nochmal so ein kleines bisschen auf. Und ich habe gleich noch ein weiteres Update für euch. Ich habe da gestern eine Wanderung gemacht oder eher einen Marsch. Da möchte ich noch nicht allzu viel zu verraten, aber ich sag mal so, es sind einige Höhenmeter dabei gewesen und jetzt geht es erstmal weiter auf der Korkenziehertrasse. Dann heiße ich euch recht herzlich willkommen im Botanischen Garten in Solingen. Da habe ich auf jeden Fall auch noch vor, wirklich jeden Weg mal abzugehen und das aufzuzeichnen. Da habe ich schon bei Komoot die ein oder andere Strecke mal bin ich abgelaufen, aber ich habe bei weitem nicht alle Wege gemacht. Ich wollte euch noch erzählen, ich habe gestern eine Wanderung gemacht, einen Marsch mit 650 Höhenmetern und 29 Kilometern. Mehr möchte ich dazu jetzt noch nicht sagen. Ihr müsst euch überraschen lassen, was das für ein Video ist. Wenn ihr einen Tipp habt, schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Der ein oder andere wird vielleicht drauf kommen. Es hat was, wie der Name schon sagt, mit Höhenmetern zu tun. Und ja, lasst euch da mal was einfallen. Seid mal kreativ. Was könnte ich da gemacht haben? Und jetzt geht es erstmal eine kleine Runde weiter durch den Botanischen Garten. Und ja, auf geht's. Meine Lieben, mit diesen tollen Aufnahmen aus dem Botanischen Garten in Solingen bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Sollte das ein oder andere Mal der Ton abweichen von dem, was ihr jetzt hört, dann liegt es daran, dass ich vergessen habe, diesen kleinen Stecker da oben reinzumachen. Normalerweise passiert mir sowas nicht, aber was willst du machen? Eine kleine Information habe ich noch. Ich habe dieses Video heute ausnahmsweise mal in 4K gefilmt und nicht in Full HD, wie ich sonst mache. Also 4K-Aufnahmen bedarfen halt eben deutlich mehr Speicherplatz, was jetzt nicht das große Problem ist. Aber in der Nachbearbeitung dauert diese ganze Geschichte halt deutlich länger. Und nichtsdestotrotz geht probieren über studieren. Und mit diesen Worten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.